Servus Leute und willkommen wieder beim neuen Video. Wie ihr seht, ich habe eine Bieterlot-Schachtel in der Hand und da ist was Feines für euch drin. Ich hätte gesagt, was da drin ist, verrate ich jetzt noch nicht. Wir schauen uns einfach das an, machen so ein kleines Unboxing-Video und viel Spaß mit dem neuen Video. So, also, wir haben hier unsere Bieterlot-Schachtel. Was befindet sich da drin? Ein 50 Kubik Grauguss wird es nicht sein. Es wird auch nicht der neue 80 Bieterlot sein, auch nicht der 88 Bieterlot, sondern das Königs- oder die Königsklasse quasi, der neue 96 Kubik Bieterlot WR. So, wenn man sich die Schachtel anschaut, das ist eine schön gedruckte Kartonschachtel, wie man vom Bieterlot das eigentlich kennt. Sehr schlicht gehalten. So, wenn wir die Schachtel aufmachen, was befindet sich da drinnen? Ich hätte gesagt, wir beginnen mit den uninteressantesten Sachen. Wir haben einmal unser Anbaumaterial, da sind O-Ringe drinnen, dann Stehbolzen, Muttern, Schrauben, Beilagscheiben und diverses. Das befindet sich in der eingeschweißten Schachtel. Sag ich mal, sehr wichtig, weil sonst könnte man das Ganze nicht einbauen. Dann befinden sich da drinnen eine dicke Aludichtung, Aludichtung mit so einer Beschichtung drauf, mit so einer Gummierung quasi oder so was Aufgedampftes. Dann eine dünnere Aludichtung und eine ganz dünne Aludichtung. Das sind alles Fußdichtungen, sehr wichtig zum Quetschkante einstellen. So, dann wie gesagt, hier genau haben wir noch einen Sackerl mit dem Kolbenbolzenlager, mit dem Kolbenbolzen selber und mit die Kolbenklipse. Wenn wir das Nadellager aussuchen, das Kolbenbolzen-Nadellager, wenn man sich das anschaut, das ist aus Kupfer und ich sage auch wiederum typisch für Bieterlot, kein anderer Hersteller hat das eigentlich so, was ich jetzt auf die Schnelle weiß, die das so herstellen. Eigentlich ziemlich cool, sehr hochwertig. Wenn man das Ganze so greift, das ist ziemlich schwer und sieht qualitativ sehr gut aus. Als nächstes haben wir den modularen Zylinderkopf. Hier ist zum Beispiel eingestanzt 96, da wissen wir, dabei handelt es sich um die 96 Kubik Version. Der Zylinderkopf ist modular, das heißt, wir haben keinen vollen Zylinderkopf, sondern der ist verschraubt. Das heißt, das Kühlwasser kann bis zur Zündkerze, also eure Zündkerze sitzt da drin, kann bis unter die Zündkerze strömen und darunter passiert eigentlich keine Verbrennung. Von dem her, das ist eine optimale Kühlung. Wenn man sich den Zylinderkopf anschaut, wir haben da positive Brennraumkalotte, das heißt, sie steht in den Kopf hinein. Das heißt, wenn man da was abdreht und man den Zylinder auf mehr Hub fahren möchte, stellt das eigentlich kein Problem dar. Also wir müssen nicht in den Negativbereich gehen, sondern haben da noch einen aufgebauten Zylinderkopf. Ist eigentlich eine super Sache. So, natürlich der Zylinderkopf wäre nicht komplett mit seinem passenden Deckel. Dabei haben wir, sage ich, für jeden Metaller und für jeden, der sich technisch interessiert, ein richtiges Sahnestück. Und so das Ganze ist aus einem Vollmaterial gefräst, und zwar CNC. Hier drin sieht man noch die ganzen CNC-Frässpuren vom Programm, wie er halt abgefahren ist, das Ganze. Das Ganze ist dann, normalerweise ist Aluminium, wie man sieht, Silber. Das ist hier schwarz, das heißt, das ist eloxiert worden. Und durchs Eloxieren hat man dann eine viel härtere Oberfläche. Das Ganze kann man nicht mehr korrodieren und sieht natürlich super aus. Und wenn man sich das Ganze wenn man das Ganze hebt, das ist echt wahnsinnig massiv. Also da haben sie nicht gespart. Das ist wirklich qualitativ 1A. So, dann haben wir natürlich noch eine passende Einbauanleitung. Die ist natürlich wie vom Bieterlot auch gewohnt auf Französisch. Wobei man sagen muss, die sehe ich jetzt zum ersten Mal. Und wir haben hier eigentlich, wow, Wahnsinn. Wir haben da eine super Zeichnung. Von dem her übers Kurbelgehäuse und das. Ich hätte gesagt, das sieht der Edi wahrscheinlich auch zum ersten Mal, unser Kameramann. Das ist wirklich verdammt geil. Also da muss man sagen, das ist mir persönlich neu. Ansonsten hast du immer eine ziemlich ungenaue Anleitung von was für Gemisch, was für Vergaser, was für ungefähres Reissetup. Und dann hast du quasi, bitte mach und schau, dass es funktioniert. Das ist wirklich cool. So, als allerletzten Schritt haben wir dann hier noch den Zylinder und seinen Kolben. Den Kolben, den haben wir da drin stecken. Schauen wir jetzt einmal kurz den Kolben an. Der selber ist ebenfalls sehr hochwertig verarbeitet. Was recht cool ist, wenn man da reinschaut, was mir aufgefallen ist, ist sogar Bieterlot eingegossen.
finde ich, sage ich, ein nettes kleines Gimmick, dass es auch wirklich von Bidolot stammt. So, Kolben sieht wirklich massiv aus und sieht, ja, was will man darüber sagen, eigentlich richtig gut aus. So, wenn wir jetzt den Zylinder jetzt anschauen, von außen ist einmal schon ziemlich auffällig und die Zylinderform, können wir uns von vorne das anschauen, der Auslass, der ist ziemlich breit gestaltet und viele werden sich jetzt fragen, für was diese Backen hier sind, die was da so rausgehen, weil ein normaler Zylinder hat das nicht. Der Zylinder schaut oben so aus, komplett plan, hier sind die ganzen Kühlkanäle und hier sind die Gewinder für den modularen Zylinderkopf, der kommt dann so drauf und dann kommt eben der Deckel drüber. So, genau, wir sind da bei den Backenstempeln, das hat was mit dem Auslassdesign zu tun und zwar wir haben hier als kleinen, kannst du hier herfilmen, also zu mir, wir haben hier als kleines Gegenstück den 100 Too Fast, ich meine viele von euch kennen von unseren ganzen Videos, ist ein 100 Kubik Zylinder, ist im Grunde quasi das Gegenstück zu dem Zylinder, der ist ein bisschen früher rausgekommen, aber das muss ja nichts heißen, von dem her. Wenn man sich den Zylinder anschaut, außen von der Form her ist er ein bisschen feiner verarbeitet, also so, da haben sie sich ein bisschen mehr gespielt, aber ansonsten da vorne ist er wie ein normaler Zylinder gestaltet, also der hat da auf der Seite nicht so dicke Backen und gerade das ist das Spezielle bei dem Zylinder, ich hätte gesagt, den stellen wir weg, weil dann auf den kommen wir später noch zurück, und zwar der hat einen zweiteiligen Auslass. Wir haben hier einen vierteiligen Auslass und das hat den Vorteil, wir haben eine große Auslassfläche, wir haben aber trotzdem noch genug Stützstege, sodass der Kolbenring nicht ausspringen kann. Das Ganze, schauen wir, dass wir vielleicht ein bisschen einfilmen, sieht dann so aus. Ich hoffe, man erkennt was. Ja. Ein bisschen drehen. So, ja. Schaut das von da aus. Wir haben beim Zylinder selber, wenn man sich das so schaut, so schaut der Zylinder aus. So, wenn man sich den Zylinder mal anschaut, vom Design her, kann sich mal hinsetzen oder so, wir haben jetzt einen vierteiligen Auslass. Wir haben, muss ich nochmal nachziehen, 2, 4, 6, 7. Wir haben 7 Einlassfenster, das heißt, wir haben 3-mal einen Boostbohr. Und je 2-mal Überströmer, also insgesamt 7 Fenster. Wenn der eine oder andere wird jetzt denken, das kommt mir irgendwie bekannt vor, ja, und zwar unsere Gilera mit die 80M Herr Team hat im Grunde ein ähnliches Design gehabt, die hat auch 7 Überströmer gehabt, nur einen zweiteiligen Auslass, der hat einen vierteiligen Auslass und ja, von dem her, wenn man sich den Too Fast anschaut, der ist jetzt ein bisschen weniger speziell, der hat 6 Einlassfenster statt 7. Und hat einen zweiteiligen Auslass statt 4. Also von dem her, ich sage, der Too Fast rennt super. Das ist ein altbewährtes Design quasi. Und jetzt, wenn man nur weil es viele Kanäle hat, heißt das jetzt nicht sofort, dass der Zylinder super ist oder was auch immer, weil das kann gleichzeitig wieder querschnittsreduzierend wirken, wenn man so viele kleine Kanäle hat als ein paar große. Aber von der Größe her ist es auch recht interessant. Wir drehen jetzt beide Zylinder mal um. Und zwar, wenn man sich da jetzt da drauf schaut, so schauen beide Zylinder von unten aus und man braucht jetzt die Überströmerfenster, sind eigentlich recht identisch, da hat vielleicht der Tuffer sogar ein bisschen größere. Und dann schauen wir jetzt das Boostbohrfenster an. Da ist es natürlich viel größer als beim Tuffer, also das könnte ihm einen Vorteil verschaffen. Von da das Fenster von der Kühlung her ist ein bisschen größer, das wird da, wie man sieht, ein bisschen bauartbedingt sein. Dichtfläche, was mir recht gut gefällt, ist da bei dem Zylinder mehr. Da ist bei dem beim Too Fast ein bisschen weniger. Ja, haben alle ihre Vor- und Nachteile. Was mir beim Kolben aufgefallen ist, wenn wir mit den Kolben da jetzt reinstecken, wir haben da die Kolbenfenster und da hinten auch das Kolbenfenster für den Boostbohr. So, jetzt muss ich das ein bisschen überhand. So. Wenn wir den Kolben da jetzt reinstecken und schauen, dass der schön bündig drin sitzt, sehen wir, wir haben da eine kleine Kante, so eine kleine Verwerfung. Hier ist eine kleine Kante und hier, wie man sieht, war das Kolbenfenster viel größer, also war das Fenster beim Zylinder viel größer als das beim Kolben. Also da sehe ich noch Potenzial und wir werden uns das anschauen, wie weit der Kolben jetzt nach unten fährt, also inwieweit das quasi in unserem also in unserer Strömung stört. Das werden wir höchstwahrscheinlich beim Kolben nachbearbeiten. Ansonsten sehe bei dem Zylinder eigentlich nicht wirklich viel Nachbearbeitungspotenzial.
Das Einzige, was ist, wir werden den Kolbenring noch vermessen, ob der genug Ringspalt hat. Aber ansonsten hätte ich gesagt Topzylinder. Von der Maße her, genau wie am Bohrung, haben wir 50,55, wenn mir jetzt nicht alles täuscht. Ich hoffe, na, steht jetzt leider nicht oben. Und das Ganze wird auf 48 mm Hub gefahren. Das ergibt 95,98 Kubik oder so, also 96 Kubik. Rest-Setup wird bei uns werden eine Bidolot-Innenrotationierung an Bidolot Primär. Ich sage auf dem Primär, da werden wir ein bisschen später noch genauer drauf einsteigen, in einem anderen Video. Dann haben wir natürlich für den Bidolot Primär noch eine passende 7-Scheiben-Kupplung. Wir haben einen großen Vergaser, wenn wir da fahren. Das wird so zwischen 34 und 38 mm sein, wobei ich glaube so 34, maximal 36, weil das sind schon richtig groß und dass wir da wirklich eine schöne Strömungsgeschwindigkeit zusammenbringen. Auspuffmäßig ist eine geile Geschichte, da haben wir einmal den 94 Kubik Bidolot werden wir testen, einmal werden wir testen den Yasumi R4, wir werden einmal testen den 100 MVD Auspuff und wir werden von unserem 100 Too Fast Bike den Too Fast Auspuff ausbauen. Das gleiche werden wir dann mit die Too Fast auch noch machen, da werden wir auch alle vier Auspuffen lang durchtesten, damit wir wirklich sehen, passt quasi der Bidolot Auspuff wirklich zum neuen Bidolot-Zylinder oder ist vielleicht der Too Fast Auspuff besser auf dem Bidolot und vielleicht passt auf dem Too Fast besser der Yasumi R4, das weiß man so nie, das muss man immer ein bisschen probieren und so, kommt immer aufs Rest drauf an. Von dem her, ja, ich hätte gesagt, das war so ein kleines Unboxing-Video, wie das Ganze ausschaut, wie das Ganze geliefert wird und ja, viel Spaß mit dem, oder ich hoffe, euch hat es gefallen und viel Spaß mit den weiteren Videos, liken, teilen, subscriben, schaut bei uns im Onlineshop vorbei, ein kleines bisschen Werbung machen, da würde jetzt den Zylinder auch hin, der kostet aktuell irgendwas bei die 420 Euro, genau, plus Versand, haben wir jetzt auf die Schnelle nicht lagern, sprich, wenn ihr den bestellt, vielleicht kurz vorher Bescheid sagen oder irgendwie so, weil die haben wir jetzt nicht wirklich lagern, weil das nicht wirklich ein Produkt ist, was jede Woche mal über den Laden, also über den Tisch geht. Von dem her hätte ich gesagt, wenn ihr sowas haben wollt, sowas Geiles, schreibt es uns an und ansonsten viel Spaß und bis zum nächsten Mal, gell?